Wie im vorangegangenen Experimentiervideo bereits gesagt wurde, wird zum Beispiel beim Zusammenschweißen von Eisenbahnschienen flüssiges Eisen benötigt, um die Schienenstränge miteinander zu verbinden. Das flüssige Eisen wird mit dem Thermitverfahren hergestellt. Doch welche Reaktion läuft denn genau ab? Die Auswertung wollen wir euch mit diesem Erklärvideo zeigen. Dazu wurde eine Mischung aus Eisenoxid und Aluminiumgries in einem feuerfesten Gefäß entzündet. Da die Reaktion nicht freiwillig abläuft, wird Aktivierungsenergie in Form von thermischer Energie mit dem brennenden Magnesiumband hinzugeführt. Aluminium und Eisenoxid reagieren zu Aluminiumoxid und Eisen. Die Reaktion ist stark exotherm. Es entstehen Temperaturen von 2400 Grad. Das flüssige Eisen fließt durch die Öffnung des Reaktionsgefäßes hinaus und kann für das Zusammenschweißen der Schienen genutzt werden. Nochmal zusammengefasst: Aluminium und Eisenoxid reagieren in einer exothermen Reaktion zu Aluminiumoxid und Eisen. Doch was für eine Art von Reaktion läuft ab? Eine Redoxreaktion läuft ab. Aluminium wird oxidiert zu Aluminiumoxid. Eisen wird reduziert zu Eisen. Dem Eisenoxid wird der Sauerstoff entzogen. Eisen lässt sich also aus Eisenoxid gewinnen. Dabei ist Aluminium das Reduktionsmittel und entzieht dem Eisenoxid den Sauerstoff. Das Eisenoxid wird durch Aluminium zu Eisen reduziert und Aluminium selbst wird oxidiert. Eisenoxid ist das Oxidationsmittel. Es wird reduziert und gibt den Sauerstoff an das Aluminium ab. Redoxreaktionen werden auch als Elektronenübertragungsreaktionen bezeichnet. Eine Redoxreaktion besteht aus einer Oxidation und einer Reduktion. Bei der Oxidation werden Elektronen abgegeben, bei der Reduktion werden Elektronen aufgenommen. Zunächst bestimmt man die Oxidationszahlen der an der Reaktion beteiligten Moleküle und Elemente. Das Metall, nicht in einer Verbindung, hat die Oxidationszahl 0. In einer Verbindung hat Sauerstoff die Oxidationszahl minus 2. Da die Ladung des Moleküls nach außen neutral ist, muss Eisen die Oxidationszahl plus 3 haben. Genauso werden die Oxidationszahlen für Aluminium im Aluminiumoxid und für das elementare Eisen bestimmt. Das hat auch die Oxidationszahl 0. Wir sehen, dass sich die Oxidationszahl von elementarem Aluminium von 0 zu plus 3 von Aluminium in Aluminiumoxid erhöht. Die Erhöhung der Oxidationszahl bedeutet Oxidation. 3 Elektronen werden abgegeben in diesem Fall. Die Oxidationszahl von Eisen in Eisenoxid ist plus 3. Die Oxidationszahl von elementarem Eisen ist 0. Die Oxidationszahl erniedrigt sich, das bedeutet Reduktion. Es werden 3 Elektronen aufgenommen. Unten siehst du die einzelnen Teilgleichungen der Redoxreaktion, die Teilgleichungen für die Oxidation sowie die Reduktion. Bei der Redoxreaktion ist es wichtig, dass gleich viele Elektronen abgegeben wie aufgenommen werden. Das ist hier der Fall. 3 Elektronen werden abgegeben, 3 Elektronen werden aufgenommen.